Liebe Krefelderinnen und Krefelder, inzwischen sind auch in Krefeld die ersten beiden Corona-Fälle aufgetreten. Ich hatte schon angekündigt, dass wir uns dann mit dem Thema auch nochmal auf andere Art und Weise neu beschäftigen müssen. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Die beiden Herren, die erkrankt sind, haben sich bei Auslandsaufenthalten angesteckt. Das ist keine Verbreitung in Krefeld selber. Wir betreuen beide Fälle. Beiden geht es soweit auch gut. Sie sind kooperativ. Nichtsdestotrotz führt das zu einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen. Zunächst haben wir, das hatten wir auch schon angekündigt, die Vorbereitung für ein Diagnosezentrum in Krefeld nahezu abgeschlossen. Am Freitagmorgen um 10 Uhr startet unser Diagnosezentrum in Krefeld. Sie können sich dann dorthin wenden und gegebenenfalls einen Termin vereinbaren, um dort einen Abstrich machen zu lassen, sich untersuchen zu lassen. Sie können auch von Ihrem Hausarzt dorthin geschickt werden, so dass wir einen guten Beitrag dazu leisten, dass es für diejenigen, die sich nicht sicher sind, ob sie erkrankt sind, Gewissheit zu schaffen, auch um die Ärztinnen und Ärzte in Krefeld ein klein wenig zu unterstützen und zu entlasten. Darüber hinaus haben wir uns auch noch mal intensiv mit dem Thema von Veranstaltungen beschäftigt. Das Land Nordrhein-Westfalen hat durch den Landesgesundheitsminister entschieden, dass in ganz NRW Veranstaltungen mit 1000 und mehr Teilnehmenden zu untersagen sind. Das werden wir natürlich in Krefeld auch umsetzen, da das vom Land so vorgegeben ist. Es bleibt die Frage, wie gehen wir mit Veranstaltungen von weniger als 1000 Teilnehmenden um. Da ist es so, dass alle Veranstalterinnen, alle Veranstalter gebeten sind, sich an das Gesundheitsamt der Stadt Krefeld zu wenden und mit der Behörde abzuklären, ob die Veranstaltung ganz individuell durchgeführt werden kann oder nicht. Man muss sich die Risiken genau anschauen, die Teilnehmenden, die Bedingungen im Raum und so weiter und so weiter. Deswegen bitte ich Sie, kooperieren Sie, sprechen Sie mit dem Gesundheitsamt, sodass wir Entscheidungen treffen können. Die Stadt Krefeld wird selber morgen Entscheidungen treffen, was unsere eigenen Veranstaltungen angeht. Wir werden Veranstaltungen absagen müssen, die nicht unbedingt notwendig sind. Und bei den Veranstaltungen, von denen wir glauben, dass man sie eigentlich durchführen müsste, werden wir auch in jedem Einzelfall gucken müssen, ob das Risiko eingegangen werden kann oder besser nicht. Da kann ich nur um Ihr Verständnis bitten. Der Gesundheitsschutz der Menschen in der Stadt hat die alleroberste Priorität. Und das gilt auch, wenn ich weiß, dass die Absage von Veranstaltungen für viele Menschen in Krefeld sehr bitter sein kann. Ich denke an Jahresfeste, die mit viel Liebe ehrenamtlich lange Zeit vorbereitet sind, wo sehr viel Engagement drin steckt. Und das ist ganz bitter, wenn die abgesagt werden müssen. Ich denke an Veranstaltungen, die eventuell auch einen wirtschaftlichen Wert haben und für den einen oder anderen nachteilig sind. Aber wenn die Gesundheit die oberste Priorität hat, dann können wir nicht anders handeln. Wir müssen Recht umsetzen und wir müssen schauen, den Gesundheitsschutz hochzuhalten. Es gibt keinen Grund zur Panik. Das gilt nach wie vor, auch wenn in Krefeld jetzt zwei Fälle aufgetreten sind. Wir unterscheiden uns nicht von anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Die Gesundheitsbehörde macht ihren Job. Wir arbeiten gut mit den Krankenhäusern. Wir arbeiten gut mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zusammen, sodass ich nach wie vor optimistisch bin, dass wir das alles sehr gut im Griff haben, auch in Zukunft im Griff haben werden. Die Stadt Krefeld wird Sie auch weiterhin informiert halten, entweder über Videobotschaften, wenn es zu neuen Erkenntnissen kommt, selbstverständlich über www.krefeld.de, wo wir die Informationen des Robert-Koch-Instituts zur Verfügung stellen, aber auch Änderungen, die Krefeld betreffen. Für Rückfragen stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen des Gesundheitsamtes natürlich zur Verfügung. Ich muss aber auch da um Ihr Verständnis bitten. Aufgrund der Vielzahl der Anfragen können Sie leider nicht damit rechnen, dass sofort jemand ans Telefon geht. Sie können auch eine E-Mail schreiben. Wir versuchen Ihnen dann so schnell wie möglich zu antworten. Insgesamt kann man sagen, wenn wir alle zusammenstehen, wenn alle auch ihren Beitrag leisten, sich an Hygienevorschriften halten, auch sich selber überprüfen, ob man vielleicht die ein oder andere Veranstaltung sein lassen kann. In der Summe des Ganzen haben wir gute Chancen, das in den Griff zu kriegen. Lassen Sie die uns gemeinsam ergreifen für die Gesundheit der Krefelderinnen und Krefelder. Ich wünsche Ihnen alles Gute und natürlich ganz besonders Gesundheit.